Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Freut mich, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich ein bisschen Mario Maker 2 spielen. Und speziell möchte ich ein Level bauen, aber nicht irgendwie, sondern ich habe mir gedacht, ich setze mir selber mal eine Challenge und versuche mal ein Level zu bauen, wie Nintendo das macht. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich das auch unbedingt schaffe, aber ich will zumindest mal versuchen, so zu denken wie ein Nintendo-Level-Designer und mal so ein bisschen zurückdenken, wie die Mario-Level, die ich bisher über die Zeit gespielt habe, so designt sind. Und vielleicht lernen wir ja zusammen was und werden zusammen bessere Mario-Maker. Als erstes muss man natürlich, wenn man das machen möchte, definieren, was überhaupt so ein Nintendo-Level ausmacht, sage ich mal. Das Coole an Mario Maker ist, dass es ja wirklich alle möglichen Optionen gibt. Man hat echt eine Menge verschiedene Elemente, die miteinander auch auf verrückte und teilweise vorhersehbare, teilweise nicht so vorhersehbare Art und Weise interagieren können. Gleichzeitig kann man aber auch die verschiedenen Mario-Themen benutzen, um halt auch eine unterschiedliche Physik oder ein anderes Feeling zu kriegen. Und ich habe halt, als ich mir das angeschaut habe, erstmal gedacht, jetzt bin ich irgendwie ganz schön überfordert. Na, mein erstes Level zu bauen, was für ein Element hier nehme ich, was mache ich überhaupt, wie fange ich überhaupt an? Und ich bin am Ende auf so drei Hauptpunkte, würde ich sagen, gekommen, die ich für die vielleicht wichtigsten halte, die so ein Nintendo Mario Level ausmachen. Man kann natürlich auch viele andere Dinge machen, Speedrun Level, Puzzle Level und sowas, aber so ein klassisches Nintendo Jump'n'Run Mario Level zeichnet sich aber meiner Meinung nach durch hauptsächlich diese drei Punkte aus, die ich auch versuche, über den ganzen Verlauf, in dem wir jetzt hier so ein Level basteln, irgendwie einzuhalten. Punkt Nummer 1 ist das Thema. Nintendo-Level haben immer ein starkes Thema, was sich durch das ganze Level zieht. Das kann was Einfaches sein, wie ein Pilzwald, oder ein bisschen komplexer, wie zum Beispiel ein Dschungel voll mit Wigglern und einem Säuresee. Das ist natürlich jetzt keine richtige ausgebaute Story oder sowas, aber das Level erzählt dadurch eben eine kleine Story, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man da von Anfang an eine Idee hat, die man eben durchs ganze Level zieht. Das gibt dem Ganzen eben so einen Anfang und ein Ende und dann ist es eben eine runde Sache am Schluss. Punkt Nummer 2 ist immer eine Hauptmechanik. Und das ist auch was, wo ich mich jetzt selber wirklich begrenzen will, denn wie ich ja eben schon gesagt habe, es gibt so viele verschiedene Sachen in Mario Maker und in vielen Leveln, die ich bisher gespielt habe, und ich bin eben hauptsächlich Spieler und nicht so Levelbastler bisher gewesen, da werden eben meistens echt sehr viele von diesen Elementen benutzt. Das kann natürlich auch spaßig sein, das kann auch für viel Abwechslung sorgen, es kann aber auch recht verwirrend sein für den Spieler. Was Nintendo macht, ist eben, sich eine Mechanik rauszusuchen und die dann über den Verlauf vom Level so ein bisschen zu entwickeln und dann immer so einen kleinen Twist drauf zu geben, die ein bisschen schwieriger zu machen und die Herausforderungen dadurch eben abwechslungsreich zu halten. Und genau das möchte ich in meinem Level auch probieren. Und der dritte Punkt, der meiner Meinung nach ein Nintendo-Level hauptsächlich ausmacht, ist, dass es eben nicht die ganze Zeit volle Action ist. Man könnte sagen, es hat so eine Art Ebbe und Flut. Also es ist mal eine Plattformsektion mit variierender Schwierigkeit und dann aber auch wieder eine kurze, ruhigere Sektion, wo einfach ein paar Blöcke rumstehen, so ein paar jetzt nicht wirklich schwierige Gegner oder so, aber einfach eine Sektion, sage ich mal, die ein bisschen das Tempo rausnimmt. Und genau das werde ich auch versuchen, in meinem Level einigermaßen umzusetzen. Gut, wo wir das jetzt alles geklärt haben, muss ich mich natürlich erstmal für ein Thema entscheiden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen an der ganzen Aktion. Man braucht natürlich irgendwie eine Idee. Ich habe als allererstes dran gedacht, und da muss ich jetzt mal zurück zum original klassischen Super Mario Brothers Thema, dass ich, ja, das neue Wüstenthema, was es hier in Super Mario Maker 2 gibt, fand ich ganz toll. Das wollte ich mir rannehmen und hier habe ich mir gedacht, möchte ich einen Tempel bauen. Einen überwachsenen Tempel, der quasi unter euren Füßen zusammenbricht. Das Ganze, um das mal so ein bisschen, ich sag mal, romantisch zu beschreiben, soll halt eine Art Indiana Jones Film-Ding sein. Also es soll so, ne, das soll so das Gefühl sein, was der Spieler im Hinterkopf hat, wenn er das spielt. Es soll sich anfühlen, als ob man den auch so ein bisschen erkundet. Also man soll dementsprechend nicht immer wissen, wo es lang geht. Das ist eben so meine Design-Idee dahinter. Und eben dieses zeitliche Element, sage ich mal, dass der Tempel so langsam unter euren Füßen zusammenbricht, das will ich auch irgendwie in dem Level
umsetzen. Das ist so, ja, mein Design-Statement, sage ich mal. Mal gucken, wie weit wir damit kommen, wie weit wir das umsetzen. Erstmal, jetzt wo wir so die Grundidee haben, sage ich mal, also wo es hingehen soll, müssen wir uns dann auch Gedanken darüber machen, was denn unsere Hauptmechanik sein soll. Also wenn wir dann uns an diese drei Punkte halten, dann brauchen wir ein Ding, was uns, ja, durch das Level sozusagen begleitet, was das Thema unterstützt, also irgendwie was mit diesem ganzen Krempel, den ich gerade erzählt habe, zu tun hat und eben wo ich variierende Herausforderungen draus basteln kann. Jetzt überlege ich mal so ein bisschen rum und dann schauen wir gleich, was ich da gefunden habe. Also ich habe jetzt so ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Elementen. Eins, was mir direkt aufgefallen ist, was irgendwie thematisch zur Wüste so ein bisschen passt, sind diese Stürme hier, die durch die Gegend wandern. Also so eine Art Sandsturm in der Wüste, ne? Wüstensturm, das ist auf jeden Fall was, was cool ist. Das, denke ich, werde ich benutzen. Was ich rausgefunden habe, ist, dass diese Stürme auch in der Lage sind, verschiedene Objekte durch die Luft zu katapultieren. Also ich muss jetzt hier auch, Moment, ganz kurz nochmal ein Stück Boden hinsetzen, dass die sich hier, dass die sich irgendwann mal treffen. Ja. Ich zum Beispiel hier dieser Goomba, der wird dann von dem Sturm, zack, in die Luft katapultiert. Und das ist natürlich cool, weil ich will ja eben ein klassisches Nintendo-Level machen. Das heißt, ich will auch hauptsächlich Plattformelemente einbauen. Und da kann ich wahrscheinlich diesen Sturm ziemlich gut benutzen. Also das finde ich ziemlich cool. Aber ich habe auch noch eine andere Idee. Das mache ich gerade mal kurz vor. Denn ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte gerne, ja, so ein bisschen das Gefühl vermitteln. Also ich weiß, das ist jetzt natürlich relativ weit aus dem Fenster gelehnt oder so, aber das ist einfach so die Idee, die ich hatte. Und da muss man halt gucken, was man mit den, ich sag mal, Möglichkeiten, die Mario Maker einem so gibt, dann machen kann. Aber ich habe mir gedacht, um dieses Gefühl zu vermitteln, dass eben dieser Tempel da unter euren Füßen wegbricht, dass es da auch so ein bisschen zeitlichen Druck gibt, sage ich mal, kann man eben natürlich logischerweise ganz einfach mit solchen fallenden Plattformen darstellen. Ja, also, wenn ich die jetzt umwandle in diese blaue Version, die fällt dann natürlich, nachdem Mario drauf geht, einfach nach unten. Ne? Und da kann man natürlich auch eine Plattform-Challenge drumherum machen, aber mir ist noch was Cooleres beim Rumexperimentieren eingefallen, was ich ziemlich passend fand, denn man kann natürlich auch einfach hier so einen Womp nehmen, ne? Und der crasht runter. Ah, jetzt kommt's. Wenn man den in einen Riesenwurm verwandelt, dann kann der auch hier sogar diese schweren Steinblöcke zerbrechen. Und hier fliegt auch natürlich Zeug durch die Gegend und so. Und das hat mir direkt eigentlich gut gefallen, thematisch. Was ich mir dann aber auch gedacht habe, ist, hier war so ein dicker Pfeil dran. Zack. Der kann natürlich auch in eine andere Richtung als, ne, von oben, sondern auch zur Seite. Und das fand ich dann sofort ziemlich cool. Das hat sofort Klick gemacht. Das hat mich an diese Indiana Jones Sequenz erinnert, wo ihm dieser Stein hinterher rollt, ja? Also in diesem Fall hinterher fliegt. Und seht mal hier, der zerstört den Boden hinter mir, ja? Das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, irgendwie mit dem Gedöns arbeiten und dem Wirbelsturm. Das heißt, wir haben jetzt zwei Elemente. Ich muss mir also überlegen, was von beiden ist das Hauptelement. Eventuell kann ich die auch irgendwie verbinden. Aber die beiden Dinge, die passen thematisch. Die finde ich ziemlich cool. Und darum herum werde ich jetzt mein Level basteln. So, ich habe jetzt hier schon mal so eine Art Einführungsareal, sage ich mal, gebaut. Hier ist, wie euch wahrscheinlich auffällt, noch gar nichts los. Keine Gegner, keine Münzen, nichts außer eben diese Röhre und so ein paar Hintergrundobjekte. Und das ist eben, ja, einfach um so ein bisschen, ich sag mal, die Stimmung darzustellen. Erstmal so den Spieler darauf vorzubereiten, hey, so sieht das Ganze aus. Ja, hier ist dieser, sag ich mal, Tempel ist so ein bisschen überwachsen hier mit den Ranken und hier geht's dann nach unten ins Unbekannte und hier habe ich dann auch direkt weitergemacht und dann eben die erste Herausforderung gebaut. Und Herausforderung ist vielleicht ein bisschen breit gegriffen, also ihr seht, wenn man hier reinkommt, können wir direkt unseren Wirbelsturm sehen
Und da oben ist auch diese Piranha-Pflanze, also die erste kleine Challenge. Wenn wir hier ein bisschen zu weit gehen, schleudert der uns natürlich direkt in die Piranha-Pflanze. Das sollte eigentlich jedem sofort dann nach dem ersten Mal sterben dann klar sein, wie dieser Wirbelsturm funktioniert. Also das ist eben auch die Idee hinter dieser Kiste, dass ich jetzt hier am Anfang ohne große Challenge erstmal die Mechaniken, die ich über das ganze Level verwende und dann weiterentwickle, so ein bisschen vorstelle. Gerade dieser Wirbelsturm ist ja jetzt nicht irgendwie was, was man in jedem Level findet. Vor allem in klassischen Mario-Leveln, wenn man jetzt hier so reinguckt, hat man wahrscheinlich noch nicht so gesehen. Und deswegen habe ich den eben hier einmal kurz so relativ safe hingestellt, um den vorzustellen. Und das ist auch was Nintendo übrigens macht. Die bauen euch Herausforderungen, beziehungsweise, naja, solche Mini-Tutorials, ohne dass euch das großartig auffällt. Das heißt, ihr lernt quasi, was in dem Level abgeht, ohne dass ihr es merkt, im Hintergrund einfach während ihr es spielt. Und das ist eigentlich super geniales Game Design, finde ich immer. Immer wenn ich das bewusst bemerke, was man ja eigentlich nicht soll, darum geht's ja, da bin ich immer sehr beeindruckt und denke mir, da hat einer echt viel drüber nachgedacht. Genauso will ich das jetzt hier auch machen. Hier haben wir auch schon so einen kleinen Koopa, dass es nicht ganz komplett gefahrfrei ist. Und dann habe ich hier so ein paar Coins, dass man hier so ein bisschen, naja, ich sag mal, es soll halt ruhig anfangen. Hier habe ich so ein bisschen etwas schwieriger zu erreichen, einen ersten Mushroom platziert. Hier kann man übrigens nur als großer Mario direkt an den Block springen, wenn man der kleine Mario noch ist. Habe ich genau ausgetestet, kommt man von hier nicht dran, da muss man schon hier so erst hochgehen, ein bisschen Anlauf nehmen, sonst kommt man nicht dran. Also einmal kurz umdrehen, gibt es auch einen Mushroom zur Belohnung, also hier so ein Areal mit relativ viel Luft. Und euch fällt auf, hier unten ist noch ein weiterer Mushroom, der ist auch wahrscheinlich dann dem Spieler direkt aufgefallen, wenn er hier langläuft und denkt sich, wie komme ich da dran? Dann geht man weiter und sieht hier das erste Mal eben unseren Womp. Hier kann mir quasi gar nichts passieren, auch wenn ich direkt draufstehe. Wenn man dann aber runtergeht, um den Pilz zu holen, ist klar, begibt man sich natürlich logischerweise kurz mal in Gefahr. Ist aber machbar. Aber ansonsten ist das halt komplett optional. Also der Zweck dieses kleinen Gebiets hier ist einfach nur, euch die Mechaniken, die ihr später im Level wiederfindet, kurz vorzustellen. Und jetzt, ja, muss ich so mit der allerersten kleinen Challenge anfangen. Das heißt, das nächste Gebiet, was ich baue, wird dann diese Mechaniken zum ersten Mal so richtig in der Herausforderung verwenden. So, ich glaube, ich habe jetzt was gefunden, was ganz cool ist. Ich habe ein bisschen mit diesen Womps rumexperimentiert, mit den Ideen, die ich ganz am Anfang schon kurz erwähnt habe. Und wenn wir jetzt aus diesem Gebiet hier kommen, also aus der Intro-Area, sage ich mal, dann geht es zur ersten Challenge. Hier wird man dann halt direkt von so einem Goomba begrüßt. Der, ne, ist einfach auch nur wieder, ich sag mal, Futter. Also der steht einfach nur da in der Ecke rum. Ist einfach nur, damit es vorangeht, damit was passiert. Und hier haben wir dann zum ersten Mal so einen Womp, der da einfach steht. Wir haben jetzt im letzten Areal dann eben gelernt, diese Womps, die gehen seitlich. Und das heißt jetzt, da der noch nicht getriggert ist, wird der wahrscheinlich, ne, logisch, in diese Richtung gehen. Und ich meine, wir haben auch schon diese Blöcke hier gesehen. Die erkennen wir dann wieder, ne? Die wurden nämlich in dem Intro-Areal zerstört. Das heißt, wenn der Spieler von hier kommt, dann hat er das eigentlich automatisch, denke ich, gecheckt. Zur Sicherheit habe ich hier nochmal eine Münze platziert. Münzen werde ich, wie das Nintendo wahrscheinlich auch macht, zumindest denke ich, dass sie das so machen, hauptsächlich benutzen, um dem Spieler zu suggerieren, hier geht's weiter, beziehungsweise den so ein bisschen zu leiten. Also in anderen Spielen, wenn es jetzt nicht unbedingt Mario ist, wird das viel mit Licht gemacht oder Scheinwerfern, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, zum Beispiel in Destiny war das ganz krass, wenn du ein verschlungenes Areal irgendwo hast, immer da, wo halt das helle Licht ist sozusagen, das zieht die Spieler fast magisch an, ja, also aus dem Dunkeln ins Licht und so, ist halt einfach so eine Art Urinstinkt von uns. Und genauso geht es eben auch mit diesen Coins. Das ist einfach eine ganz normale, ja, fast Konditionierung. Wir wissen, Coins sind gut und deshalb sollte man eben auch die Spieler in so einem klassischen Level, sage ich mal, auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das heißt, die Coins platzieren, um die zu trollen oder sowas. Nein, ich will ja hier quasi gescheites Game Design machen und habe die Coins dann hier verwendet, ja, um den Spieler so ein bisschen zu leiten. Und das werde ich auch eben durchs ganze Level ziehen. So, und wenn wir jetzt hier starten, also wir kommen in das Areal und dann sehen wir den Womp. Wir springen. Da ist direkt der nächste. Hier können wir eine kurze Pause machen, wenn wir uns trauen und Münzen sammeln. Und hier habe ich eine kleine optionale Challenge. Also erstmal hier ein paar Gegner, ne, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ihr merkt schon, ich habe mir bei jedem Schritt hier Gedanken gemacht, ne? Also der erste Schritt ist natürlich, den Spieler dazu zu bringen, diese Mechanik zu verstehen. Das heißt, er springt hier auf die Plattform. Dann nächste Plattform ist eigentlich selber Abstand, ist gleich groß. Aber hier gibt es eben optional nochmal so ein bisschen einen Timer, sage ich mal, wo wir dann halt uns selber herausfordern können, hier Münzen zu sammeln, je nachdem, wie gierig wir sind. Und
Dann kommt die nächste Plattform, die ist allerdings ein bisschen kleiner. Das heißt, es wird jetzt graduell schwerer. Und jetzt hier, die nächste Plattform, die ist ein bisschen erhöht. Und wir haben natürlich einen Gegner drauf. Das heißt, hier ist nochmal das Timing etwas anders. Und das ist auch was, was Nintendo viel in ihren Plattforming-Challenges macht, nämlich das Timing zu variieren. Wenn alle Plattformen gleich weit voneinander weg sind oder gleich groß sind, ist klar, dann ist das natürlich, dann ist das nicht schwierig. Dann jumpen wir da einfach drüber, wir rennen drüber hinweg und so. Deswegen hier, selbst im vollen Lauf, hier muss ich schon fast ein bisschen abbremsen, um da nicht in die Gegner reinzustürzen. Das ist dann halt auch eben so ein bisschen überraschend und das macht eben so Plattforming-Challenges eben einfach ja, spannend und cool. Und genau das ist eben das, was wir jetzt hier auch erreichen wollen. Um an diese verlockende Münze ranzukommen, müssen wir ein bisschen mutig sein. Das heißt, regulärerweise wird ja hier jetzt der Wump getriggert, geht durch und hier unten sehen wir schon diesen Strunk da und genau darauf können wir eben landen. Das heißt, wir müssen eben einfach zack die Münze holen, auf dem Ding landen und jetzt ist es halt, ist halt eine schwierige Plattforming-Challenge. Und genau dafür sind diese Münzen jetzt bei mir da, in meinem Level und auch in Nintendo-Levels, um eben eine optionale höhere Schwierigkeit zu bieten für den Spieler. Das heißt, allgemein ist mein Level nicht wirklich super schwer. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt das allerleichteste Level machen. Nintendo-Level sind immer eher so auf der einfachen Seite, würde ich sagen, bis man eben zu den Challenge-Levels am Ende von so einem Mario-Game kommt. Und meins soll eher in diese Kategorie auch fallen. Das nächste Areal, was wir designen, braucht erstmal ein bisschen Pause wieder. Das heißt, jetzt gab es die erste Plattform-Challenge und jetzt brauchen wir wieder so einen kurzen Moment, wo der Spieler eben durchatmen kann und dann geht es eigentlich auch direkt weiter mit der nächsten Plattform-Herausforderung. Dieses Gebiet hier, wo unser Intro passiert, ist übrigens auch ein vertikales Gebiet. Das heißt, hier können wir nicht nur von links nach rechts, sondern auch eben mehr von oben nach unten oder unten nach oben ein bisschen mehr eben in die Höhe bauen. Und das will ich auch ausnutzen im nächsten Teil. So, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich an diesem Punkt war, aber ich habe unser nächstes Areal fertiggestellt. Hier habe ich jetzt auch erstmal eine Checkpoint-Flagge platziert. Denn ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt natürlich nicht die ganze Zeit diese drei Screens, die Intro-Screens plus die erste Challenge wiederholen. Deswegen gibt es das erste Checkpoint-Ding direkt hier am Anfang und das Areal werdet ihr gleich sehen. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen knackiger, das heißt die Challenge wird graduell größer. Dementsprechend geben wir dem Spieler hier eben einen Rücksetzpunkt, sodass es nicht ganz so frustrierend ist. Das erste, was ihr vielleicht bemerkt, ich habe mal wieder hier so eine Münze platziert, eine optionale Challenge. Und die ist eigentlich ganz lustig, werdet ihr gleich sehen. Als erstes, was ich aber hier mache, ist wieder, wie ich das vorhin gesagt habe, ein Gebiet bauen, wo ich dem Spieler einen kleinen Moment zum Durchatmen gebe. Das heißt, erstmal ne, kommt er hier rein, sieht einen ganzen Haufen Zeug, die Goombas kommen auf einen zu, sind aber keine große Herausforderung. Im Hintergrund haben wir gesehen, dass der Wirbelsturm hier, das ist auch was, was der Spieler jetzt eben hier, ich sag mal, passiv lernt, dass er auch Gegner transportieren kann, in diesem Fall eben diese Piranha-Pflanze. Die ist aber keine große Schwierigkeit, ich habe die extra so platziert, dass sie am Ende von diesem Lauf, sage ich mal, hier oben landet und da ist sie auch nicht großartig im Weg. Das heißt, das ist auch wieder nur so ein verstecktes Tutorial, wo der Spieler sieht, oh, die fliegt hier durch die Gegend, gefährlich, aber ist in dem Fall eben einfach nur, um das mal kurz darzustellen. Der Spieler weiß jetzt auch schon, diese 10-Dollar-Münze da, das ist halt eine Challenge. Dann ist er auch direkt schon aufmerksam und da er diese Blocks ja schon kennt, von den Womps bisher, von den bisherigen Challenges, ist eigentlich auch schon relativ klar, was man hier machen muss. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, sehen wir, oh, da kommt ein Womp. Und hier ist auch der nächste Womp. Und diesmal, ein kleiner Twist eben, einfach die Challenge ein bisschen variiert. Diesmal fliegen sie eben in eure Richtung und zerstören hier die Plattform. Diese Plattformen sind natürlich nicht essentiell, deswegen sind die zerstörbar, die brauchen wir nicht. Es gibt aber eine Belohnung, wenn der Spieler es schafft, hier hochzukommen. Also ganz einfach hier oben so ein Power-Up-Pilz. Aber wenn man jetzt hier ganz regulär reinrennt, mit vollem Speed, muss man hier so ein kleines bisschen abbremsen, weil hier habe ich extra eben so einen kleinen Überhang platziert. Das ist eben wieder so eine Timing-Geschichte, wie ich das eben gesagt habe. Also, ne, dass ich ein bisschen einfach die Plattform variiere, damit es spannend bleibt. Und eben, selbst wenn der Spieler hier sterben würde, haben wir direkt den Checkpoint hier. So, und hier haben wir jetzt eben dann auch schon direkt die Challenge gemacht. Diesen Wump eben bis zu dieser Münze begleitet. Das heißt, er öffnet uns hier diesen kleinen Abschnitt. Und hier habe ich auch noch eine optionale Geschichte versteckt. So ein optionales Secret. Nochmal ein Mushroom. Ich glaube, den
werde ich eventuell gegen einen One-Up-Mushroom austauschen, weil wir brauchen eigentlich den anderen nicht so dringend hier. Aber falls der Spieler eben dabei, ne, wie er den Womp hier transportiert hat, falls er sich dabei verletzt hat und geschrumpft ist, dann hat er da nochmal eine Möglichkeit, sich wieder aufzupowern. Also das ist eben der erste Teil dieser Kiste hier. Das ist ein längerer Abschnitt, werdet ihr gleich sehen. Hier könnt ihr auch was Interessantes sehen. So ein bisschen, so ein Stück Mario Maker Logik, sage ich mal. Wenn ich jetzt einfach hier stehen bleibe und warte, der Womp ist aus dem Bild. Ich habe ihn also nicht direkt begleitet, sage ich mal, sondern habe ihn einfach fliegen lassen. Werdet ihr sehen, oh, der ganze Krempel hier ist noch intakt. Das bedeutet einfach, der despawnt, der verschwindet, wenn ihr nicht mit dem, ja, wenn ihr nicht mit dem mitgeht. Das heißt aber auch, die Womps erscheinen auch nur ab einer gewissen Entfernung auf dem Bildschirm. Also irgendwie so 10 Blocks, 13 Blocks, ich weiß es nicht genau. Im Endeffekt bedeutet es aber, dass der Spieler eben die optionale Herausforderung hat, das Ding hier, ne, mit bis da hinten zu begleiten. Und hier haben wir dann halt diese Piranha-Pflanze, die eben gar nicht so wichtig war, die jetzt aber eben störend ist, die dann wahrscheinlich hier oben steht oder wieder durch die Gegend fliegt. Das heißt, das ist eine Art getimte Challenge. Also erst ist das Ding hier, wird euch vorgestellt sozusagen, nur um euch was beizubringen und ist eigentlich nicht so wichtig. Aber wenn ihr die optionale Challenge macht, haben wir natürlich hier so ein bisschen ein Problem. Außer man hat halt ein bisschen Glück und der Womp zerstört die Piranha-Pflanze. Aber ja, es macht es halt einfach ein bisschen abwechslungsreicher. Wenn dann hier Gegner sind, habe ich gemerkt, erst wollte ich die weglassen, aber das fand ich tatsächlich ein bisschen spannender. Auch wenn man jetzt nicht alle Goombas erledigt hat und so, wird das etwas schwieriger. Ja, aber das Gebiet hier gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Und raus geht es hier an dieser Stelle natürlich. Deswegen habe ich hier auch die Münzen platziert, also wie vorhin schon gesagt, um den Spieler so ein bisschen zu leiten, den Weg ein bisschen deutlich zu machen, dass es da eben runtergeht. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, das sind offensichtliche Dinge, aber die sind eben nur offensichtlich, weil uns so kleine Hinweise gegeben werden oder beziehungsweise in der Vergangenheit gegeben wurden, weil wir gelernt haben, wie so ein Jump'n'Run-Level funktioniert, durch eben so bewusstes Game-Design, wie ich das jetzt gerade mache. Also ihr könntet sagen, es ist Overkill oder ich denke hier so ein bisschen zu viel nach, aber eben genau darum geht es ja, zu verstehen, wie so ein Game-Designer denkt. Ne? Und sowas ist halt eben ziemlich wichtig, damit der Spieler eine Art, ja, ich sag mal, Bekanntschaft mit eurer Denkweise macht. Also wie ihr ein Level designt, ist für euch immer logisch. Ihr müsst natürlich aber trotzdem dran denken, dass das nicht unbedingt für alle dann logisch ist. Dementsprechend lieber eben ein bisschen mehr Hinweise geben, subtil, als zu wenig. Und Schaden tut's ja nicht, ne? Und wenn wir jetzt hier unten landen, dann gibt es eben die nächste Challenge. Hier haben wir jetzt auch eine Variation. Hier haben wir jetzt ein paar Gegner in der Luft. Das heißt, wenn wir hier runterfallen, sind wir logischerweise im Eimer. Ne? Hier ist sehr tödlich. Aber hier wieder die klassische, ne? Tempel bricht unter unseren Füßen zusammen, Kiste. Plus dann hier so ein paar Koopas mit Flügeln, die das Ganze eben ein bisschen spannender machen. Auch hier habe ich wieder die Abschnitte zwischen den Plattformen variiert und auch ein bisschen die Höhe variiert. Und hier auch ganz bewusst, denn sobald wir hier unten landen, ich mache euch das gerade mal vor, wenn wir hier oben starten, also den Abschnitt abgeschlossen haben und dann hier unten direkt loslaufen, habe ich das so getimt, dass man direkt über alles drüber springen kann. Habt ihr das gesehen? Also das sind auch Dinge, während man ein Level designt, wo man auch dran denken kann. Es gibt eben Leute, die halt, ich sag mal, gerne ein Level schnell spielen, möglichst schnell spielen. Das ist ja auch bei Mario Maker gerade ein Ding, weil es globale Timer gibt, globale Leaderboards für eure Level, für das Timing eurer Level, also wer am schnellsten durchspielt und so. Und das kann nochmal optional halt ein großer Spaß sein für Leute, wenn die euer Level halt mögen und ihr so viel Mühe da reinsteckt, könnt ihr das eben auch nochmal extra machen. Das heißt, dann haben solche Leute eben auch Spaß. Und wie gesagt, das ist jetzt eben genauso getimt, dass man hier perfekt durchspringen kann, indem man einfach ab und zu die Sprungtaste drückt. Ich bin jetzt gar nicht mehr gerannt, ja. Das war einfach nur noch Momentum von Mario. Ich habe nur noch die Sprungtaste gedrückt, aber in verschiedenen Abständen einfach, ist klar. Also hier der letzte Sprung gerade, der ist natürlich ein bisschen knapper. Ich habe auch hier optional ein paar Ranken hingemacht. Die habe ich ja eh viel, wie ihr gemerkt habt, als Deko benutzt. Aber es ist eben auch so, wenn ihr der große Mario seid, also wenn ihr hier oben die, ich sag mal, optionale Challenge geschafft habt, den Womps auszumeichen, beziehungsweise euer Timing gestimmt habt und ihr es geschafft habt, bevor die Blöcke zerstören, hier hinzukommen, bekommt ihr ja einen Pilz als Belohnung. Das heißt, das will ich auch ein bisschen belohnen dadurch, dass ich es eben hier nicht so mache, wenn ihr jetzt hier runterfallt, ne, dass ihr dann automatisch verloren habt. Ja, hier, ne, wir werden zack zum kleinen Mario. Also wir sind einmal runtergefallen. Und dann kommen wir hier eben dann dementsprechend wieder raus.
aus dem Pit. Wenn der Wurm hier natürlich getriggert wurde, sind auch diese Blöcke weg. Also es ist dann etwas leichter, sogar hier hoch zu klettern. Also es ist einfach nur nochmal so eine Art, ja, guter Wille. Also Fairness, finde ich, ist immer wichtig im Level, dass der Spieler sich nicht veräppelt fühlt, dass er eben Spaß dabei hat, euer Level zu spielen. Diese Troll-Level mag ich persönlich einfach nicht. Es gibt ja Leute, die da Spaß dran haben, gut, aber hier sind wir auch schon im nächsten Bereich. Das heißt, hier ist, ne, wie ich schon gesagt habe, etwas längere Challenge, deswegen auch der Checkpoint. Also hier wieder die Münzen, ne? Wir starten dann hier unten und hier haben wir dann wieder diese Wirbelstürme, aber mit einem kleinen Twist, einem kleinen Twister. Der Sturm läuft hier eben diesmal so eine Rampe hoch und runter, ist dementsprechend halt gefährlicher oder nicht gefährlicher, macht das Timing einfach ein bisschen anders, variiert das ein kleines bisschen und hier oben auch eine Piranha-Pflanze, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Das heißt, hier so direkt reinspringen ist blöd, ne? Also wir müssen schon warten, bis er hier so auf der Hälfte ist. Und dasselbe haben wir dann auch hier. Nur diesmal eben wieder das, was wir vorhin auch schon vorgestellt haben, am Anfang dieses Levels, wenn ihr euch erinnert, oder am Anfang dieses Abschnitts, dass eben auch hier eine Piranha-Pflanze dann durch die Gegend transportiert werden kann von dem Ding, die dann eben hier dann auch ein Hindernis darstellt. Und hier am Ende eben nochmal das, was wir eben hatten. Und auch hier, wie ich das oben zu diesem Abschnitt ja schon gesagt habe, also hier können wir ja, so, ich muss von hier starten, dann kann ich das nochmal demonstrieren, ne? Also wie ich eben schon gesagt habe, hier kann man halt einfach so, zack, durchjumpen. Und jetzt könnt ihr gucken hier. Die Sachen sind hier auch so platziert, dass man auch hier einfach durchspringen kann. Hier muss man aufpassen. Dieser Teil, der ist gefährlich. Also die Lücke habe ich absichtlich gelassen, denn wenn man hier mit Speed durchrennt, muss man da eben wieder ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, ein bisschen abbremsen. Hopp, hopp, hopp. Oh, nein, da habe ich verkackt. Seht ihr, also wenn man hier die ganze Zeit einfach komplett durchrennt, komplett schnell, und das kann keiner, der das jetzt hier zum ersten Mal sieht. Ne, wer als erstes hier reingeht, spielt halt ein bisschen vorsichtiger. Der würde also abbremsen. Das heißt, das ist eben nochmal die zusätzliche Herausforderung für die, die halt hier durchrennen. Alle anderen können das hier ein bisschen gemächlich machen. Das ist tatsächlich leichter, wenn man es langsam macht. Aber ihr seht hier, die ganzen Elemente kommen alle vom Timing her so, wie ich das möchte, hoch. Also auch auf solche Details, da kann man ruhig ein bisschen Zeit mit verbringen. Und da eben ein bisschen dran tüffeln, die ein bisschen feintunen, dann macht das auch nochmal extra Spaß für den Spieler nachher. Obwohl ihm das natürlich, das ist nur, ne, das ist viel Zeit, die ich jetzt verwende für einen Abschnitt, der für den Spieler möglicherweise 20, 30 Sekunden dauert. Aber eben genau das, wenn man das durch ein ganzes Level zieht, fällt eben einfach auf und macht dann das Plattforming spannend. Jetzt bin ich hier direkt schon ins nächste Areal gegangen, denn ich habe ja gesagt, ne, wir haben als Philosophie auch, dass wir dem Spieler immer mal ein bisschen Luft zum Atmen geben. Und ihr seht es jetzt hier, wenn ich hier starte, wir haben diesen längeren Abschnitt jetzt hinter uns. Liegt übrigens direkt hier hinter dieser ersten Challenge, die wir haben. Übrigens, hier ist nochmal ein Geheimblock, aber pst, ich frage euch auch nicht alle Geheimnisse. Wenn ihr das Level selber spielen wollt, ich habe wirklich einige hier versteckt, so kleine Challenges, kleine Geheimnisse. Aber wenn wir jetzt hier eben den letzten Abschnitt da geschafft haben, das war jetzt wirklich etwas länger. Da waren verschiedene Challenges, verschiedene Elemente, sage ich mal, aufgegriffen und ein bisschen variiert. Dann haben wir hier erstmal einen kurzen Moment Ruhe. Also hier erstmal wieder ein Checkpoint nach diesem langen Element, weil das wollen wir halt nicht die ganze Zeit den Spieler wiederholen lassen. Hier ist ganz klar, wo es weitergeht, aber ich meine, die Münze hier ist ganz offensichtlich, soll auch so sein. Das ist auch was, was Nintendo übrigens häufig macht. Die verstecken Power-Ups, also wenn man hier startet, ja, dann ist man möglicherweise einfach der kleine Mario. Ja, die verstecken Power-Ups direkt nach einem Checkpoint eigentlich immer hinter irgendeiner Challenge, ne, einer Mini-Challenge, aber ich sag mal, na, Challenge, die euch nicht umbringt. So wie hier. Wir müssen einfach unseren Sprung timen und dann kriegen wir hier oben nochmal einen Pilz zur Belohnung. Ja, es ist einfach eine optionale Sache und es ist hier nicht mit irgendwelchem Risiko verbunden. Hier sind keine Gegner, hier ist nichts. Ihr merkt das schon. Ne? Es ist ein ganz anderes Feeling als das letzte Areal. Und das ist eben dieser, ja, diese Ebbe und Flut, von der ich eben gesprochen habe. Also hier hat der Spieler wirklich, ist ja nur kurz. Ne? Wir reden immer, wenn ich über diese Dinge rede, dann sind das in so einem 5-Minuten-Mario-Level natürlich Abschnitte, die 20, 30 Sekunden sind. Aber eben genau so ist die Struktur dann. Und selbst in so 5 Minuten, bin ich der Meinung, kann man halt eine 3-Akt-Sache erzählen. So, und dann kommt der nächste Abschnitt. Jetzt wird es ein bisschen knackiger. Die Elemente bisher waren, würde ich sagen, alle relativ fair. Auch relativ leicht zu machen. Die Checkpoints waren bis jetzt
ziemlich großzügig auch platziert vor der harten, härteren Challenge und eben jetzt danach, dass wir den Kram nicht nochmal wiederholen müssen. Aber jetzt wird es eben happiger und jetzt kommt auch das zum Tragen, was ich ganz am Anfang vom Level gesagt habe. Also wir wagen uns jetzt weiter in die Ruinen vor. Jetzt kommt so der Mittelteil, der mittlere Akt meines Levels. Und hier wird es jetzt spannend. Vielleicht seht ihr, was passiert. Richtig. Falls ihr aufgepasst habt, wisst ihr, was ich hier mache. Ich gebe dem Spieler wieder ein Tutorial. Also ich stelle das nächste Element oder die nächste Variation eines Elements vor. Der Spieler kommt hier rein, er kann eigentlich gar nicht anders, als auf dieser Shell, auf dieser knochentrocken Drybones Shell, auf diesem Panzer zu landen. Und dann startet auch automatisch der Womp. Und hier lernt der Spieler jetzt, Mann, ich kann auch auf den Dingern reiten, solange ich hier so einen schicken Schuh anhabe, ja. Ganz automatisch, ohne irgendwas, ohne sein Zutun. Und gleichzeitig lernt er eben auch ein bisschen damit umzugehen, denn hier habe ich wieder die Münzen, wie ich schon gesagt habe, eben als Guide sozusagen platziert. Die erste Münze kriegt er quasi automatisch, die zweite ist hier etwas höher platziert, also da muss er springen. Und die dritte ist über der ersten so Mini-Challenge platziert. Also hier, dieses kurze Areal hat wieder, ne, viel Hintergedanken, bringt dem Spieler wieder direkt was Neues bei, damit er das in der nächsten Challenge dann auch anwenden kann und wir dann als Level-Designer da ein paar interessante Sachen mitmachen können. So, der Spieler ist jetzt hier durchgelaufen, hat gecheckt, wie das mit dem Wumper da funktioniert, geht auf den nächsten und weiß eigentlich auch schon direkt, was er machen soll. Ne? Oh, da hat er seine Shell verloren. Deswegen habe ich hier eben nochmal so einen Dispenser platziert, wo eben immer wieder welche rauskommen. Die, weiß der Spieler jetzt auch, wenn er das sieht, ist wahrscheinlich jetzt ziemlich wichtig in den nächsten Abschnitten. Und ja, ist natürlich auch so. Auch wieder hier Münzen, die uns sagen, hier geht's nach oben, ne? Und auch wichtig, eine Sache, ihr könnt natürlich auch mit Perspektive spielen. Das kommt später nochmal zum Tragen, da werde ich nochmal drüber sprechen. Also, ihr solltet eurem Spieler eigentlich immer die Herausforderung so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise zeigen, was als nächstes kommt. Man kann eben die Münzen ja nehmen, um zu sagen, grob in diese Richtung geht's weiter, aber wenn es halt wieder happig wird, wenn irgendeine Challenge kommt, irgendein Gegner kommt, dann sollte man nicht einfach so aus dem nichts erscheinen lassen. Das kann man natürlich auch in gewissen Fällen machen, um den Spieler zu überraschen, aber dann so, dass er den nicht direkt umbringt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nochmal, das kann man natürlich, wenn man kein klassisches Mario-Level macht, wie man möchte. Aber wir wollen ja, wie gesagt, hier ein bisschen über Game Design lernen und ein bisschen durchdacht hier so ein Level basteln, ne? Und genau deswegen ist jetzt hier eben das alles so platziert, dass wir hier direkt das nächste Ding sehen. Also wir wissen, hier geht's weiter nach oben. Hier ist unser Womp und hier ist wieder diese Perspektive. Also wir sehen den hier, ne, wir wissen jetzt schon, wir können mit unserem Schuh, unserem Drybones-Dingy da drauf reiten auf dem Ding und wir sehen aber schon von der Perspektive her, das ist eben, ne, da habe ich wirklich drauf geachtet an einigen Stellen hier im Level, sehen wir eben, dass der andere jetzt auch da ist. Das heißt, wir haben jetzt hier kurz einen Moment Zeit, uns darauf vorzubereiten, wir wissen, was passiert. Auch hier seht ihr wieder diese drei Coins, die den Spieler subtil darauf hinweisen, hier musst du springen, also mehrere Elemente, die dem Spieler eben zeigen, wo es lang geht. Ne, einmal hat er den Womp schon gesehen und zum anderen, zack. Vielleicht habt ihr auch mein kleines Easter Egg hier gesehen, diesen Dino-Schädel und hier das Skelett, was hier im Hintergrund ist, habe ich versucht so ein bisschen hübsch zu machen auch. Und dem zerstören wir hier oben so die Schnauze. Aber ja, das ist eben jetzt die nächste Challenge. Wir werden jetzt langsam eben darauf vorbereitet, was man hier mit diesen Shells machen kann, wenn wir auf den Worms auch reiten. Ist auch irgendwie ein lustiger Twist, weil bisher sind wir denen ja immer nur ausgewichen. Und jetzt müssen wir eben lernen, mit dem Womp in Einklang zu leben. Und für diejenigen von euch, die ganz aufmerksam sind, die haben natürlich auch hier oben wieder bemerkt, diese Blöcke, ne? Wir haben eben die Elemente wieder für dieselben Dinge immer wieder verwendet, kleine Challenges hier in diesem Fall, wenn wir jetzt nämlich ja, ihm folgen, ne, seht ihr das? Was der macht, ist uns hier auf und dafür gibt es dann eben One-Up-Mushroom. Der ist relativ leicht zu kriegen, aber ich denke mal, zu diesem Zeitpunkt hat der Spieler schon einige Leben verloren. Und dann geht es hier oben eben weiter. Oder wir wissen es natürlich nicht, da auf der anderen Seite sind auch Münzen, ne? Also hier sind ja auch Münzen, das heißt der Spieler, jetzt hätte ich hier auch einen Pfeil hinmachen können oder irgendwas, aber ich habe das bewusst ein bisschen offen gelassen und auch bewusst, hier oben seht ihr das gleich, hier eine Schlüsseltür platziert, also das ist eben das kleine Areal, wo ich so ein bisschen anfangen will, das Gefühl zu geben, dass wir hier so ein bisschen auch Erkundung haben. Es ist halt wirklich nur so, wie schon gesagt, 20 Sekunden Abschnitte, aber man kann sich auch über sowas eben bewusst Gedanken machen, um halt ein möglichst gutes Level zu machen. Also es geht ja hier darum, das so optimal wie möglich zu machen. Also der Spieler weiß jetzt nicht unbedingt, wo er lang muss. Man sieht übrigens, wenn man hier ist, nicht diesen Fragezeichenblock. Ist auch Absicht. Also den sieht man wahrscheinlich dann erst beim zweiten Durchgang. Hier gibt es nochmal einen Pilz.
Und hier kommt er jetzt halt nicht weiter. Hier geht's nicht hoch. Da oben noch eine kleine Challenge. So, wenn wir den Schlüssel gefunden haben. Das ist jetzt auch hier. Ist blöd. Müssen wir nochmal hier hoch. So, zack. Also die Mario Maker Logik ist übrigens so, wenn hier alles umrahmt ist von so einem Bodenblock, dann, das ist lustig mit der Kamera, ja, dann macht er hier dicht und die geht nicht darunter. So kann man eben auch Areale einrahmen und es halt eben so platzieren, wie man möchte und wie ich eben schon gesagt habe, mit der Perspektive arbeiten und Dinge außerhalb des Sichtfelds platzieren oder gerade so innerhalb. Jedenfalls, wenn ihr hier reinkommt, seht ihr das so, ne? Ihr seht den Koopa da, ihr seht die Pflanze da. Genau, hier sind ein paar Fragezeichenblöcke, also wieder ein kurzes Areal, nachdem wir eben diese Challenge hatten und das Rumsuchen, ne, wo wir hier wieder ein bisschen gucken und da sind wir wieder bei unserem, ne, bei unserer Drybones-Schale, bei unserem Panzer, den wir jetzt schon kennen und hier wieder Wumps, wieder der zweite, wie ihr sehen könnt, also dass wir wissen, wo es weitergeht. Gerade so im Sichtfeld. Und hier unten die Blöcke, die kennen wir auch schon. Wir wissen also, der wird wahrscheinlich da runtergehen. Das war jetzt auch in dem Fall wichtig, denn wir hatten bisher, wenn ihr zurückdenkt, tatsächlich noch keinen einzigen Wurm, der in die reguläre Richtung, also nach unten gefallen ist. Das heißt, hier musste ich aufpassen und dem Spieler so ein bisschen klar machen, dass der jetzt hier runterkommt. Nur so minimal halt. Und dann eben auch die Münzen, das zeigt uns jetzt, dann sollen wir auf den drauf. Und dann gleichzeitig eben auch noch da oben der Wurm, den wir so gerade so sehen. Das heißt, doppelt und dreifach gemoppelt, aber das macht's eben aus in gutem Game Design. Ihr denkt da ja gar nicht so bewusst drüber nach, wenn ihr spielt. Ihr wisst es einfach oder intuitiv fühlt ihr das sozusagen. Zumindest ist das immer die Intention von so einem Game Designer. Und jetzt kommt der lustige Part. Jetzt versuche ich, die verschiedenen Elemente, die wir bisher im Level hatten, zu verbinden. Also ich habe jetzt hier so einen Sturm, auch so einen Wurm draufgestellt und ich habe festgestellt, das ist ganz witzig. Deswegen habe ich dann jetzt die letzte Challenge darum herum designt. Wenn wir jetzt hier auf den Wurm draufsteigen, das ist jetzt also eben nur unser Aufzug, dann haben wir natürlich erstmal Schiss, da drauf zu springen. Aber wir sehen jetzt die Münzen da, das heißt, hier geht es nach oben, ne? Und boah, das ist richtig, da verliert man richtig die Kontrolle. Also das Ding schleudert einen wirklich durch die Gegend, da muss man nachjustieren und so. Also es ist halt jetzt schwer zu beschreiben, wie sich das genau vom Gameplay anfühlt. Da müsste das Level schon spielen, um es rauszufinden. Aber das ist nicht so ohne. Also auf jeden Fall relativ ungewohnt, sag ich mal, für so Mario-Physik. Deswegen habe ich hier jetzt halt nochmal als Übung hier so ein paar Münzen platziert, wo der Spieler üben kann, sich auf diesen Sturm da so ein bisschen zu platzieren. Ne, und da halt Sachen einzusammeln. Also wie ja genau, wann fliege ich aus dem Sturm raus, wann bin ich drin, wann werde ich hochgeschleudert, dass man das eben einfach ein bisschen üben kann. Und dann geht es halt hier jetzt weiter. Ne? Übrigens, ganz wichtig auch, den ersten Wurm hier habe ich ganz bewusst langsam gemacht, dadurch, dass ich dem hier so einen Fallschirm dran gehängt habe. Könnt ihr gleich sehen hier, wenn ich hier unten starte, so zack, dann zieht er den und dann ist er langsam. Das heißt, wir haben Zeit, die Münzen zu sammeln und uns hier dran zu gewöhnen. Als nächstes direkt die nächste Variation, ne, mit Gegnern jetzt wieder, also wirklich direkt eine Schippe draufgelegt und hier auch wieder Münzen, um zu zeigen, wo es lang geht. Und das geht jetzt alles ganz schnell, aber ne, das sind halt die Ideen. Hier der letzte Sprung ist eben der gefährlichste. Ne. Hier habe ich zwei direkt übereinander platziert, sodass es wirklich nicht einfach ist. Und der letzte Wumper ist halt sogar ein kleiner, wo es halt echt schwer ist oder einfach schwieriger drauf zu landen. Also wie schon gesagt, das ist ja jetzt kein super schweres Challenge-Level, keine extrem krasse Herausforderung, ist ganz klar. Da findet ihr auch ganz andere Sachen in Mario Maker, wenn ihr die sucht. Aber es geht jetzt darum, wie schon gesagt, hauptsächlich den Spaß zu vermitteln, halt ein durchdesigntes Level zu bringen, was eben einfach Spaß macht. Ne? Und trotzdem halt eine solide Herausforderung bietet. Die Stelle habe ich wirklich oft gespielt, um zu gucken, ob das wirklich spaßig ist oder halt wirklich nur nervig, wenn man hier runterfällt. Aber ich denke, es tendiert eher zu spaßig. Ja. So, dann hat man das jetzt hier raus. Man kommt auf das nächste Ding. Jetzt sind die Koopas wieder alle da. Und hier selbst, seht ihr, wir haben unsere Schale verloren, bevor wir da gelandet sind. Selbst dann, der ist so schnell und den habe ich genau so platziert, dass der euch hier gegen diesen Block schleudert. Dann schafft ihr es eigentlich fast immer. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, denke ich, dass ihr dann hier rüberkommt, auch wenn ihr die Schale verloren habt. Und genau deswegen, weil hier jetzt dann so viele Gegner sind und wir vielleicht dieses, ist ja auch gleichzeitig wie gesagt, wie so ein großer Mario, so ein Power-Up, das euch schützt, haben wir dann hier eben wieder die nächste für die absolut letzte Challenge. Hier gibt es auch nochmal einen Pilz, falls wir es bis hierhin geschafft haben, einfach nochmal so eine kleine Belohnung. Jetzt kommt die letzte Challenge. Das ist jetzt auch natürlich nicht das Allerschwierigste, was man hätte machen können, aber es ist wieder so ein Balanceakt, der die Dinger nochmal zusammenbringt. Genau diese Struktur mit den Piranha-Pflanzen hatten wir vorhin auch schon. Und hier seht ihr, kann man auch ganz schnell runtergeschleudert werden. Aber ne, was man ja hier lernen soll, ist jetzt nicht
den Dingern auszuweichen oder so, das hat man ja im vorigen Element von dem Level schon gemacht, sondern jetzt in dem Abschnitt ging es ja darum zu lernen, so einen Tornado-Womper da zu reiten. Und das hat man jetzt wirklich unten da bei dem ersten Ding, hat man das dann halt schon raus. Und dann ist dieser Abschnitt hier tatsächlich relativ leicht. Vor allen Dingen kann man eben auch auf den Piranha-Pflanzen landen mit dem Ding hier und die zerkloppen. Ja? Das heißt, ihr seid hier relativ safe und es fühlt sich halt cool an, weil ihr hier einfach alles zusammenbringt, alle Elemente am Schluss eben, die ihr im Level gelernt habt. Das ist eben die Idee dahinter. Und so macht es Nintendo auch zum Beispiel ziemlich häufig, so in meiner Erinnerung zumindest. So, hier, zack. Und dann landen wir quasi fast automatisch hier oben auf dem Ausgang. Auch hier wieder eine Münze, um euch den Weg zu zeigen. Hier oben geht's weiter. Und jetzt haben wir es halt wirklich hinter uns. Wir haben jetzt hier die Challenges gemeistert. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz runter. Ne? Ihr seht, es ist hier wirklich relativ viel, relativ hoch, dieser Teil hier. Und wir hatten ja sogar auch noch, hier kein Checkpoint, den Teil davor. Also hier unseren Türteil, wo wir den Schlüssel suchen mussten. Wie gesagt, hier ist es relativ unwahrscheinlich zu sterben. Hier gibt es auch mehrfach diesen Pilz und sowas, damit wir keinen Checkpoint unbedingt brauchen. Die Herausforderung ist halt mehr, den Balanceakt hier zu lernen. Aber jetzt haben wir das wirklich alles geschafft, ne? Alles gecheckt und kriegen jetzt quasi unsere Belohnung dafür. Alle Elemente sind zusammengekommen. Jetzt kommen wir hier in diesen Raum, der ist halt so ein bisschen, ne, absichtlich so wie so ein Tempel, habe ich ja schon gesagt, ist ja die Grundidee, ist aber jetzt offen designt, also hier ist jetzt halt viel Licht, es ist halt auch mal eine andere Farbe, mal blau, sieht halt eben schon jetzt ein bisschen einladender und anders aus und hier eben dieser dicke P-Schalter, der ganz klar da unten hängt, den wir auf jeden Fall einsammeln wollen. Also das hier ist jetzt wirklich der letzte Akt vom Level, also das Outro, wie eben so eine Mechanik in Nintendo-Leveln, ja, euch vorgestellt wird und euch so subtil im Hintergrund beigebracht wird, kriegt ihr auch nochmal so einen Abschied am Schluss. Und das ist jetzt eben hier. Jetzt haben wir den P-Switch aktiviert, die Blöcke explodieren, alles explodiert. Wir kriegen jetzt halt die Womps da direkt zerstört um uns herum und kriegen nochmal ein paar Münzen zur Belohnung. Also das ist hier wirklich nur der Raum, der euch halt ein bisschen nochmal so ein gutes Gefühl am Ende geben soll. Und jetzt geht's hier raus. Wie ich schon gesagt habe, eine Mechanik kriegt auch immer ein Goodbye. Das ist jetzt der letzte Screen. Hier haben wir die Flagge. Da kommen wir jetzt nicht hin unbedingt. Aber ihr seht schon hier, was ich hier gemacht habe. Falls ihr es geschafft habt, eure Shell, eurer Drybones, Boot, Schale, Panzer mit bis hierhin zu bringen, dann wisst ihr jetzt natürlich, ihr werdet belohnt dafür, ne, dass ihr wisst, was zu tun ist. Ihr kommt hier hoch, springt auf das Ding. Ich mache es jetzt halt einfach auch einmal vor. Du, du, du. Ich muss aufpassen, was ich euch zeige. Ich habe ja gesagt, ich habe ja noch ein paar Geheimnisse, ein paar Challenges versteckt. Die sollt ihr natürlich selber herausfinden, wenn ihr dann das Level spielt. Aber ich mache es einmal noch mal kurz vor hier. Ne, das Ende mit der Shell, mit dem Panzer. Wupp. Ja. Wir haben hier wieder eben alle Mechaniken nochmal zusammengebracht. Wir haben verstanden, wie der Level-Designer denkt. Juhu. Also ihr jetzt natürlich sowieso, weil ihr habt mir zugeguckt hier. Und dann gibt es hier den coolen Belohnungsraum. Alles explodiert. Münzen, yippie. Und als letztes Hurra, als Goodbye auch für unsere Mechanik, die wir uns jetzt hier überlegt haben. Hui, hier ganz locker und flockig werden wir direkt ganz oben an den Posten geschleudert. Und das war's auch mit diesem Level. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Pacing, also meiner Aktstruktur. Und ich glaube, ich habe diese drei Punkte ganz gut umgesetzt. Ich habe jetzt auch über vieles geredet, was man eben allgemein so im Hinterkopf behalten kann. Ne? Platzierung von Münzen und so ein Krempel. Und es hat mir einfach echt schweineviel Spaß gemacht, da mal so in der Art und Weise drüber nachzudenken. Denn ich muss sagen, das ist tatsächlich das erste Mario Maker Level, was ich bisher designt habe. In Mario Maker 1, was ich auch hatte, war ich immer eher so der Spieler. Aber jetzt habe ich echt gedacht, ich mache das mal und ich glaube, das ist tatsächlich ganz cool geworden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich jetzt auch gerne mal selber in das Level reingucken. Und vielleicht haben wir jetzt hier zusammen über den Prozess ein bisschen was gelernt und können jetzt alle zusammen halt bessere Mario-Level machen. Ich habe auch tatsächlich währenddessen richtig viele coole Ideen gekriegt, um eben ja die nächsten Level zu designen. Halt so ein paar Themen, ein paar Mechaniken beim Rumprobieren einfach gefunden, die ich ausprobieren könnte, die ich machen könnte. Lasst mich gerne wissen, wenn euch das gefallen hat, wie ich hier so ein Level designe, ne, so meine Gedanken so ein bisschen ausformuliere, sage ich mal. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dieses Video gut ankommt und ihr mir hier schreibt, ihr wollt mehr davon sehen, dann wäre ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt. Wenn ihr das Level selber spielen wollt, dann
ist jetzt hier, und wahrscheinlich war er auch schon vorher mal, der Code zu diesem Level eingeblendet und meine Maker-ID, ne, auf Mario Maker. Ich habe bis jetzt hier eben nur dieses Level, wie schon gesagt, das ist tatsächlich mein allererstes Mario Maker Level. Aber ich mache bestimmt noch ein paar mehr Level, ob ich jetzt drüber rede oder nicht. In dem Video kommt ganz auf euer Feedback an, aber werde bestimmt noch mal ein paar machen. Da könnt ihr dann gerne, ne, mir so ein Follow da bei Mario Maker dalassen, wenn ich dann noch mal eins gemacht habe. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber ich lasse mir halt gerne Zeit dafür, wie ihr merkt. Naja, aber dann könnt ihr das dann auch da direkt sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das lässt mich eben wissen, hey, davon solltest du vielleicht ein bisschen mehr machen. Reviews, Guides, Tutorials und so ein Krempel findet ihr auch auf meinem Kanal zu verschiedenen Games. Ich habe immer so ein paar, ich sag mal, die ich besonders viel spiele, die ich besonders viel auseinandernehme. Monster Hunter zum Beispiel habe ich sehr viel zugemacht. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Und lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich hochlade. Könnt ihr auch gerne auf diese kleine Glocke klicken. Dann seht ihr immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.